Frau Präsidentin, Apple zahlte auf seine Profite in der EU 2014 0,005% Steuern. Das sind 50 Euro für jede Million Gewinn, die sie etwa mit diesen schicken iPads machen. Ich begrüße daher die Entscheidung der EU-Kommission zu Apple, auch gegen den Widerstand der US-Regierung. Die irische Regierung will die 13 Milliarden Euro aber nicht und zieht vor Gericht. Dieselbe Regierung, die mit der Troika marode Banken rettete und der Bevölkerung das letzte Hemd kürzte. Dieselbe Regierung, die nun 280 Millionen Euro mehr nach Brüssel überweisen muss, weil sie mit Steuertricks eine fiktive Wachstumsrate von 26% schuf, über die sich jeder normale Ire schlapp lacht. Im Übrigen haben nur die irischen Kollegen meiner Fraktion im irischen Parlament gegen die Klage der irischen Regierung gestimmt. Genauso peinlich ist es aber, wenn der bayerische Finanzminister Söder von der CSU die Kommission ausgerechnet dann kritisiert, wenn sie einmal bei Apple ihren Job macht. Kein Handwerker in Bayern würde selbst nach 10 Maß auf dem Oktoberfest von einem Steuersatz wie Apple träumen. Daher sollte Herr Söder endlich auch in Bayern gegen Apple ermitteln. Da ist das Geld für Investitionen in Schulen und Krankenhäuser, das wir nicht erst seit der Flüchtlingskrise brauchen. Und daher freue ich mich, wenn der geschätzte Herr Kollege Ferber dem Söder das einmal erklärt. Gleichwohl ist das Beihilferecht zu kompliziert und mit etwa 20 EU-Beamten ein Kampf gegen Windmühlen. Dagegen hilft nur brutale Transparenz, etwa beim Country-by-Country-Reporting und eine Besteuerung der Gewinne in der EU, wo sie anfallen, nicht wo Apple und Co. Briefkasten haben. Wir brauchen zudem Mindeststeuern für Konzerne. Vielen Dank. Merci.